Ey, bei Susanna, dem sechsten Band vom Dunklen Turm, wurden einfach sämtliche krassen Dinge, die da passieren, im Klappentext schon gespoilert. Das heißt, als kleiner Hinweis für dich, wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast, dann lies auch nicht den Klappentext und erst recht, schau bitte nicht dieses Video hier an, denn hier werden auch Spoiler erzählt. Lies das Buch und dann komm gerne hier zurück. Und jetzt geht es erstmal los mit dem Video. Viel Spaß. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade auf diesem Kanal Buchvorstellungen und sämtliches rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren. Ja, erstmal zu den Spoilern. Ging euch das nicht auch so? Das ist doch sau nervig, oder? Also ich weiß, bei Wolfsmund war es auch schon so, dass ich fand, die haben da sehr viel Dinge erzählt, schon im Klappentext, wo ich gedacht hätte ich jetzt vielleicht nicht erzählt. Und hier steht einfach, es steht literally drin, dass Eddie und Susanna ihren Schöpfer aufsuchen. Gut, es ist noch ein bisschen kryptischer formuliert. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt Stephen King sein soll oder vielleicht die Schildkröte oder was weiß ich, keine Ahnung. Und es steht drin, dass Susanna in New York Rowlands Sohn zur Welt bringt. Und ich war so, what the fuck? Das könnt ihr doch nicht hier droppen im Klappentext. Ist es euer Ernst? Das ist doch der Plot-Twist oder einer der Plot-Twists sozusagen in der Geschichte, dass eben Roland irgendwas mit diesem Sohn zu tun hat, dass er irgendwie, also Rolands Sohn, was? Das könnt ihr doch da nicht droppen. Aber das habe ich erst während dem Buch gedacht, weil im Vorhinein, als ich den Klappentext gelesen habe, habe ich mir eben gedacht, also da hat mich das eigentlich nur angefixt. Also ich habe diesen Klappentext gelesen und war richtig, richtig gehypt auf dieses Buch. Und habe mir dann erst beim Lesen des Buchs gedacht, hey, irgendwie ist es ein bisschen schade, dass ich das also eigentlich schon wusste, dass ja die halt Stephen King besuchen werden und dass scheinbar irgendwie in irgendeiner Weise Roland der Sohn ist. Da war es vielleicht noch so ein bisschen so, dass man sich denkt, okay, ich weiß es jetzt, aber ich weiß nicht, inwiefern, wie kann das sein und so. Trotzdem, ja, es ist vielleicht nicht ganz dieses geschichtenzerstörende Ding, wie immer getan wird, für mich zumindest nicht, aber trotzdem. Also es ist, viele tun ja immer so, wenn sie gespoilert werden, hey, dann kann ich mir auch gleich sparen, das Buch zu lesen. Aber das denke ich jetzt nicht. Trotzdem denke ich mir, hätte ich vielleicht so im Klappentext nicht geschrieben. Ja? Fand ich dann doch ein bisschen schade. Auch beim Titel, ich komme einfach nicht zur Geschichte, ne? Ich komme einfach nicht zur Geschichte, ne? Aber im Titel, Susanna, ist mir jetzt diesmal so ein bisschen mehr noch aufgefallen als bei den Teilen davor. Die heißen alle im Deutschen irgendwie ein bisschen anders als im Original. Ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Aber hier ist mir doch ein bisschen aufgefallen, im Deutschen gibt es so dieses Schema, dass jeder Buchtitel nur aus einem Wort besteht. Das ist ja im Original nicht so. Also zum Beispiel Tod, der erste Teil heißt eben, Schwarz, der erste Teil meine ich, heißt im Original The Gunslinger. Dann 3 ist im Original The Drawing of the Three. By the way, im Deutschen total dumm, weil irgendwie hat man doch immer die Assoziation, wenn man 3 hört, das muss Band 3 sein, aber nein, das ist Band 2 und so weiter und so weiter. Und hier bei Susanna ist mir jetzt eben aufgefallen, im Original heißt es ja Song of Susanna. Was ich auch geil fand, war eben, dass das hier dann so strukturiert ist mit erste Strophe, zweite Strophe, so als wäre dieses ganze Buch so ein Song und immer am Ende von jedem Kapitel war so eine Strophe aus diesem Kamala-Lied. Und das fand ich gut, aber mir ist eben aufgefallen, als dann am Ende eben dieser letzte Satz oder vorletzte Satz war mit Susanna und dem Song eben. Genau, Susanna Dean stieß einen Schrei aus, in dem sich Bedauern und Erleichterung mischten. Einen Schrei, der im Grunde einem Song glich. Und dann wusste man so, okay, Song of Susanna, irgendwie ein geiler Titel und ein geiler Schlusssatz. Also gut, es kommt noch ein Satz danach, dass auf den Flügeln dieses Songs Mordred Deschain, Sohn des Roland, auf die Welt kam. Ja, aber war ein guter Satz. Und dann habe ich gedacht, das geht jetzt irgendwie im deutschen Titel verloren. Warum heißt es denn im Deutschen nicht der Song von Susanna oder der Susanna-Song, das Susanna-Lied, wenn es mal sein muss, keine Ahnung. Das ist ja wirklich nicht schwierig. Also schwieriger ist es zum Beispiel bei The Drawing of the Three. Da habe ich mal überlegt, okay, wie könnte man das denn übersetzen? Das Ziehen der drei, die Ziehung der drei, aber auch da könnte man vielleicht sagen, die vorherbestimmten drei
oder so, keine Ahnung. Da ist es auf jeden Fall schwieriger. Weil Song of Susanna kannst du einfach übersetzen. Ich glaube, die wollten einfach nur dieses Schema beibehalten, dass jeder Titel nur aus einem Wort besteht. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil dadurch sind alle Titel irgendwie im Deutschen nichtssagender als die Originaltitel so. Auch Wolfsmond ist irgendwie nichtssagender als The Wolves of Kala oder The Wasteland sagt mehr aus als Tod. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das fand ich ein bisschen schade. Aber jetzt, Leute, ich habe schon 6 Minuten gelabert. Jetzt geht es mal zur Geschichte. Ich habe spätestens, eigentlich schon bei Band 5, das Gefühl, jetzt geht erst die Reihe richtig los. So, alles davor, 1 bis 4, war so ein bisschen Einleitung, die Vorstellung der Figuren und so ein bisschen auch der Welt. Und dann kam Band 5 und da ging es so richtig los. Und spätestens jetzt in Band 6 geht's halt nicht, ist es nicht nur losgegangen, sondern es geht halt so richtig auch aufs Finale zu. Und das spürt man einfach in jeder Faser dieses Buches. Man erfährt immer noch mehr über den Turm, über die Zusammenhänge der Welten, über das Schicksal, über das K sozusagen, was über allem steht und dass der Turm im Zentrum von allem steht und irgendwo steht da auch diese Schildkröte Maturin und dann gibt es diesen scharlachroten König, der irgendwie dieses Oberböse ist, wo man aber auch nicht viel erfährt, was aber da in dem Fall super genial ist. Und ja, die Schildkröte kriegt ein eigenes Kapitel, wo ich mir vorher noch, ich habe mir ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, dass da wirklich auch ein Gespräch wieder stattfindet, wie zum Beispiel ein S zwischen der Schildkröte und Bill. War jetzt nicht der Fall, aber einfach nur, dass diese Holzfigur vorkam und alle Leute, die diese Schildkröte gesehen haben, wollten sie unbedingt anfassen und in der Hand halten und haben beinahe angefangen zu weinen. So ein geniales Symbol, ähnlich wie mit der Rose, die auch scheinbar nichts Besonderes ist, aber alle werden so magisch von ihr angezogen und wollen am liebsten weinen in ihrer Gegenwart und haben dieses Summen auf den Ohren. Das ist einfach so gut. Am Anfang vom Buch gibt es einmal das Zitat von Jake aus dem ersten Teil: Dann gehe, es gibt andere Welten als diese. Und das ist so ein guter Satz, in dem so vieles mitschwingt. Und warum ich das jetzt so erwähne, ist, er spielt auch nochmal in diesem Buch mehr eine Rolle, also so ein bisschen nochmal eine Rolle. Und es wird generell nochmal mehr aufgegriffen von den Dingen, die in den Büchern davor passiert ist. Sind. Das ist, war in den anderen Teilen nicht so sehr. Da war jedes Buch mehr so für sich gestanden und hier geht es auch nochmal mehr um die Dinge, die vorher passiert sind. Wie zum Beispiel, dass Roland immer noch damit zu kämpfen hat, dass er damals Jake hat sterben lassen. Fand ich auch erwähnenswert. Der letzte Punkt, bevor ich das Ding, den Elefanten im Raum, den King im Raum anspreche, sozusagen, möchte ich sagen. Der letzte Punkt davor ist die Sache mit dem Scharlachroten König. Es ist eigentlich nur so ein netter Funfact, also so ein blöder Funfact am Rande, dass der ja im Deutschen Scharlachroter König heißt und im Original The Scarlet King. Und ich wünsche mir so ein bisschen, dass ich das nicht gewusst hätte. Weil ich hatte kein Problem mit dem Namen Scharlachroter König. Ich finde, das klang schon irgendwie bedrohlich und ein bisschen gruselig auch. Und seit ich jetzt weiß, also ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, irgendwann habe ich mich gefragt, wie heißt er denn wohl auf. Im Original, was heißt denn Scharlachrot? Bitte auf Englisch, so wusste ich nicht. Und habe ich mal gegoogelt und im Original heißt das Scarlet King. Und das klingt so krass. Und warum ich das eigentlich erwähne, es hat noch einen ganz anderen Effekt, der ja auch im Buch genannt wurde, dass die Figuren sich selber denken, warte mal, Stephen King? Wie Scarlet King sozusagen? Aber im Original, im Deutschen sagen sie halt nur, ah, Stephen King, so wie der scharlachrote König. Klar, man checkt schon, weil man weiß, dass King König heißt. Aber es ist nicht so in your face, wie es im Original ist. Da ist es ja wirklich so, man denkt sich direkt, fuck, der Typ heißt Stephen King, wie der Scarlet King, Alter. ja, ist immer wieder so ein bisschen dieses Ding mit dem Englischen und Deutschen, gell? Aber ich frage mich dann auch so manchmal, ob man nicht vielleicht solche Namen wie Scarlet King im Deutschen auch einfach Scarlet King beibehält. Ich meine, bei der Übersetzung geht es darum, dass Leute, die Englisch nicht so gut können,
das Ganze auch lesen können, sozusagen. Und ich gehöre da auch dazu. Also, ich kann Englisch, aber das Lesen auf Englisch finde ich zu anstrengend, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen lese ich es auf Deutsch. Aber wenn dann da eben jetzt eine Figur vorkommt, die Scarlet King heißt, mein Gott, da muss ich nicht lange überlegen, was das jetzt wohl heißt. Dann, ja. Andererseits denke ich mir, auch Scharlachroter König klang für mich irgendwie immer auch okay, auch gut, bis ich eben erfahren habe, dass er im Original Scarlet King heißt. Ist wahrscheinlich nur irgendwie so eine Spinnerei. Und ja, jetzt zum Abschluss komme ich natürlich zu dem krassen Ding, was passiert ist. Alter, Alter, dieser Typ, Stephen King, dieser OG, der baut sich einfach selbst in seine Geschichte ein. What the fuck? Alter, ich komme darauf jetzt noch nicht klar, wie genial das ist. Das ist so crazy. Aber er baut sich nicht nur irgendwie selber damit ein, so dass es eine Figur gibt in dem Buch, die Stephen King heißt. Man hat wirklich das Gefühl, die Dinge, die Szene, diese eine große Szene, die da passiert, wo Stephen King eben vorkommt, dass diese Szene bestimmt auch so in Wirklichkeit passiert ist. Also es verschmilzt noch mal so krass die Welten miteinander und ich habe jetzt, spätestens jetzt, nicht mehr das Gefühl, dass das irgendwie alles fiktiv ist, dieses Zusammenhängen der Welten und mit dem Turm im Zentrum und so, sondern ich habe wirklich das Gefühl, es ist so. Und manchmal muss ich mir so gefühlt eine reinhauen, ey Tim, komm mal runter, das ist immer noch eine Geschichte nur. Aber alleine, also um auf diese Szene zurückzukommen, Roland und Eddie besuchen Stephen King, der auch in der Geschichte ihr Schöpfer ist, der auch in dieser Geschichte Der Dunkle Turm der Autor von Der Dunkle Turm ist, was erstmal mega mindblowing ist. Und man fragt sich so ein bisschen, also erstmal habe ich mir gedacht, ja, also der Typ in dem Buch heißt jetzt Stephen King, aber irgendwie ist es ja fiktiv. Diese Szene ist fiktiv und somit auch irgendwie diese Figur ist nicht der wirkliche Stephen King sozusagen. Es ist halt die fiktive Figur Stephen King in dem Buch. Wisst ihr, wie ich meine? Aber so im Laufe dieses Gesprächs habe ich mir immer mehr gedacht, vielleicht ja auch nicht. Also, obviously hat der nicht wirklich einen Besuch damals von Roland und Eddie gekriegt. Aber man kann sich so ein bisschen so vorstellen, dass das so ein bisschen für ihn der Anreiz war, diese Geschichte weiterzuschreiben. In dem Buch hier wird es so beschrieben, dass Roland und Eddie ihn besuchen und zu der Zeit hat Roland gerade den ersten Teil vom Dunklen Turm geschrieben, aber eigentlich so ein bisschen das Ganze aufgegeben, nicht mehr vorgehabt weiterzuschreiben und Roland und Eddie überreden ihn jetzt, ey, du musst auf jeden Fall weiterschreiben. Dann hypnotisieren sie ihn, damit er ihren Besuch vergisst, aber trotzdem noch im Kopf hat, ich schreibe diese Geschichte weiter, ich schreibe den Dunklen Turm weiter. Und jetzt denke ich mir so ein bisschen, vielleicht hat er ja wirklich damals so eine Erfahrung gemacht, dass er irgendwie davon vielleicht geträumt hat, aufgewacht ist und das Bedürfnis hatte, jetzt muss ich weiterschreiben in den Dunklen Turm. Und sich das dann so ein bisschen vorgestellt hat, hey, meine Figuren hier, Roland und Eddie, haben mich besucht und dann hypnotisiert, sodass ich das vergesse. Und das erscheint einem plötzlich so real und gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es so ist. Und das Ganze zeigt nochmal so diese Liebe zur Fantasie, dass Fantasie auch irgendwo Realität ist. Und das finde ich bei Stephen King so beeindruckend. Also auch schon in seinem Buch Das Leben und das Schreiben hat er das ja immer so beschrieben, dass er sich die Geschichten nicht ausdenkt. Es ist nicht so, dass er da sitzt und sich überlegt, wie könnte diese Geschichte jetzt sein und ich konstruiere mir das jetzt so zusammen. Nein, er sitzt da und dann bricht es über ihn hinein und er ist nur so die Leitung, er schreibt es nur auf, während diese Geschichte sich quasi von selbst erzählt. Und das wird hier nochmal so lebendig dargestellt, dieses Phänomen, dass so eine Geschichte, vielleicht ist diese Geschichte schon immer da und er, Stephen King, ist nur derjenige, der sie aufschreibt sozusagen. Und das ist auch sowas, was man sich so ein bisschen fragt. Ist das jetzt tatsächlich so, dass, also, hat sozusagen haben diese ganzen Welten, diese ganzen Universen, der Turm, die Schildkröte, Roland, Eddie und so, haben die alle existiert und dann kam Stephen King, der es aufgeschrieben hat? Oder hat vielleicht doch Stephen King das alles erst ins Leben gerufen? Wisst ihr, wie ich meine? Das sind so krasse Punkte, die da aufgeworfen werden. Und das
macht wirklich Spaß, darüber nachzudenken. Und spätestens nach dieser Szene habe ich wirklich das Gefühl, damit, das Ganze ist real. Auch ich bin nur Teil von einer dieser ganzen Welten und könnte theoretisch irgendwie zwischen den Welten hin und her hüpfen. Und auch hier irgendwo in diesem Universum, wo ich bin, gibt es den Turm und die Rose und die Schildkröte. Das Gefühl hat man wirklich spätestens jetzt. Und da fällt mir gerade noch ein interessanter Punkt auf. Ellie ist tatsächlich nicht Teil unserer Welt, oder? Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kam noch diese Szene, wo er gesagt hat, Co-op City wäre in Brooklyn. Und dann hat dieser andere Typ gesagt, hä, was laberst du? Die Co-op City ist in der Bronx. Und ich hatte keinen Plan, wo Co-op City ist. So, deswegen habe ich gegoogelt. Und auf Google stand halt, Co-op City ist in der Bronx. Das heißt, die Welt von diesem anderen Typen ist unsere Welt. Und die Welt, aus der Eddie kommt, wo Co-op City in Brooklyn ist, ist nicht unsere Welt. Oder? Habe ich das richtig verstanden, oder? Weil bisher dachte man ja immer, Eddie ist auch aus unserer Welt. Aber er ist nur so aus einer der Welten, die unserer Welt ähneln, aber nicht wirklich unsere Welt sind. Bitte erklärt mir mal das, ob ich da richtig liege. Und ob man das dann tatsächlich nur checkt, wenn man auch wie ich das googelt oder man weiß es halt. Weil ich habe erstes so gelesen und war so, ist ja scheißegal. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt google ich mal nach Co-op City und habe das dann so festgestellt. Hätte man sonst gar nicht gecheckt, oder? Ja, wie gesagt, Alter, ich kann es noch immer nicht packen, dass ich jetzt dann kurz vorm Finale stehe, dass jetzt nur noch ein Band kommt, nachdem ich vor fast 4 Jahren den ersten Band gelesen habe, es sich so gezogen hat, bis ich jetzt quasi die letzten 3 Teile in einem Run quasi durchgelesen habe, was nochmal so ein bisschen zeigt, dass es erst jetzt ab Band 5, zumindest nach meiner Wahrnehmung, nach meinem Gefühl, erst so richtig losgegangen ist. Klar, klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als wären die ersten Teile alle blöd und unnötig. Das sind sie auf keinen Fall. Das will ich damit gar nicht sagen. Es war einfach eine extrem lange Einführung sozusagen. Und erst jetzt erfährt man, was es mit allem auf sich hat. Und jetzt geht dieses richtige Abenteuer so richtig los. Und kaum ist das geschehen, steht jetzt das Finale an. Ich bin wirklich hyped. Dann sehen wir uns in ein paar Wochen zur Besprechung von dem großen Finale vom Dunklen Turm. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao.